das kostet 500 Euro. Dann muss ich gleich mit diesem Wasser hochkommen. 500 Euro sind überlegt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Vertreter der Presse, liebe Limiter, Johanniter, Verkehrswacht, alle, die heute gekommen sind. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen als Leiter der Kreispolizeibehörde Wuppertal-Remscheid-Solingen hier in der Solinger Kohlfurt. Und ich freue mich auch, dass Herr Minister dieses Jahr seine, ja, ich sag schon mal, traditionelle Eröffnung der Bikersaison wieder hier bei uns im Bergischen Land macht. Herr Minister, herzlich willkommen. Ich denke, dass Sie sich den Ort hier auch mit Bedacht ausgewählt haben, weil das Bergische Land vielleicht neben der Eifel und dem Sauerland die herausragenden Ausflugsziele und Motorradziele sind, die wir im Lande haben. Natürlich nicht nur für Motorradfahrer, auch für viele Autofahrer, für viele Radfahrer. Und das macht es natürlich dann letztendlich auch ein bisschen komplex. Und der Leitspruch heute, das Motto am Limit lenkt der Zufall, gilt dann vielleicht besonders in solchen Gegenden, die schwierige, herausfordernde, aber auch tolle Kurven und tolle Landschaften zu bieten haben, wie hier. Wir machen das mal von der Spannung her anders als gewohnt. Wir fangen mit dem Highlight an, weil darauf baut sich alles andere auf. Und da möchte ich dann einmal wieder den Hajo bitten, sich schon mal bereit zu machen, mit dem Motorrad in Startposition zu gehen. Wir werden eine Bremsvorführung oder besser gesagt einen Bremsvergleich durchführen. Auf der Maschine. Und von daher ist das eigentlich eine sehr optimale Bremsung aus der Geschwindigkeit gewesen. Ja? Die Geschwindigkeit anzeigt, an der man bei 70 steht, wo man mit 80 km/h noch vorbeirauscht. Der wird da vorne irgendwo stehen bleiben und hier wird die Geschwindigkeit angezeigt, die er dann noch drauf hat. Mit der man im schlechtesten Fall bei einem PKW, der aus der Einmündung rausgefahren ist, in die B-Säule einschlägt. Wow. Aber es wird auf jeden Fall weit über 40 km/h sein, in die man in diesem Fahrzeug, was dann da steht, einschlägt. Wir haben wird dann in Millisekunden sich aufblasen. Und zwar am Nacken, dass man nicht überstrecken kann mit dem Kopf, im Rippenbereich, im Hüftbereich und am Rückenbereich. Und wenn das ausgelöst ist, dann kann jeder, der hier vorne steht, auch mal gerne fühlen, wie hart das ist. Ich werde ihn dann nicht fragen, wie es ihm geht, weil dann kriegt man mal kurzzeitig keine Luft. Aber dann entlüftet sich die Weste von alleine. Das heißt, ich brauche niemanden anders, der dann kommt und irgendwo ein Ventil aufmacht. Wenn ich in Endlage bin, dann ist auch keine Luft mehr drin irgendwann. Die geht raus, sodass man wieder atmen kann. Dann kann man die in Ruhe abmachen und dann funktioniert das wunderbar. So, das Auto muss jetzt warten. Und ich würde sagen, wir führen einfach mal vor. Auf geht's. Wow. So, Clemens, geh mal bitte hier vorne ein bisschen von sich einmal schauen. Das ist also wirklich knallhart. Richtiger Turtle, also wirklich eine Schildkröte hinten drauf. Das ist das, was diese Frontklappe öffnet. Das sind die roten Teile. Wenn man die bewegt, dann öffnet sich in der Regel der Helm. Genau, ein Kollege öffnet den Helm, spricht den Patienten an. Jetzt ist der Vorteil der beiden, dass sie zu zweit sind. Das heißt, einer kann sich maßgeblich darum kümmern, den Helm abzunehmen, während der andere mit den Händen den Kopf und die Halswirbelsäule so gut es geht stützt. Das heißt, immer da, wo der Helm zurückgezogen wird, um ihn abzunehmen, geht der zweite Helfer hin und führt die Hände nach, um die Halswirbelsäule zu stützen, den Kopf nicht fallen zu lassen. So ein Kopf ist schwerer, als man denkt. Genau, und schon ist der Helm runter. Der Kollege, der den Helm abgenommen hat, kann den Kopf übernehmen.
Ja, das ist der Start der Motorsaison. Das ist immer eine Gelegenheit, mal auf die wichtigsten Dinge hinzuweisen. Dass man vorsichtig im Verkehr ist, dass man verantwortlich sich fühlt, als Motorradfahrer besonders. Und das heißt, ordentliche Kleidung, immer sichtbar sein, vorsichtig fahren, die Augen auf, beste Technik und sicher anziehen. Das war toll, weil ich viel Neues erfahren habe. Zum Beispiel Airbags für Motorradfahrer. Wusste ich gar nicht, dass das gibt. Oder wie ziehe ich den Helm richtig ab, wenn ein Unfall passiert ist. Ich hätte, glaube ich, auch zu denen gehört, die gesagt haben, vorsichtig sein, nur keinem wehtun. Jetzt weiß ich, wie es geht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Motorradfahrer auch weiter fahren sollen. Aber sie sollen eben vorsichtig fahren, sie sollen rücksichtsvoll fahren. Sie sollen sowohl an die Gesundheit von sich selber, aber auch von anderen denken und auch ein bisschen an die Leute, die da wohnen. Denn der Lärm ist manchmal auch nicht nötig. Ja, dann haben wir hier Provida Cut. Das ist also das zivile Cut mit dem Videosystem Provida Modular 2000. Ich kann auch mal gerne hier öffnen. Wir haben hier die verbaute Kameraeinheit drin, die regelmäßig, also jährlich gewartet wird. Und haben oben da überhalb vom Tacho einen Bildschirm, einen Monitor, der uns dann anzeigt während der Fahrt, was wir filmen, was wir drin sehen. Haben am linken Griff, im linken Griffbereich haben wir dann halt eben dieser grüne Taster, der da zu sehen ist, wo dann eben anlassbezogen bei Bedarf eine Aufzeichnung gestartet wird. Und wir fahren dann halt eben hinterher, filmen die Verkehrsverstöße, halten dann eben an und stellen die Fahrerpersonalien fest, um dann hinterher am PC das Videomaterial auszuwerten und dann entsprechende Anzeigen zu schreiben. Die sind in der Form vielfältig, dass wir sowohl Geschwindigkeit, auch Abstandsverstöße damit machen können oder halt eben Überholverstöße oder grob verkehrswidriges Fahrverhalten, wenn wirklich Leute sich in Rennen filmen oder andere nötigen. Das sind halt eben so diese Geschichten, die damit dann eben gefilmt, aufgenommen werden und dann zur Anzeige gebracht werden. Über der S74 ausgemessen. Genau, und dann kann man das abspielen hier auf den Software. Ach,